Hallo und herzlich willkommen zu unserer Rache-Session im Geschwätzblitz. Wir haben letzte Woche so auf die Mütze bekommen, das müssen wir heute rächen. Hm. Und dementsprechend werden wir keine Gnade walten lassen. Nein, wir versuchen alle auf Zeit zu ziehen, wenn unsere Stellung nicht funktioniert. Hat letzte Woche auch nicht geklappt, das ist immer noch so der Notanker. Aber das freut uns auch irgendwo. Denn auch wenn wir das Gefühl hatten, dass wir letzte Woche sehr schlecht waren, ihr wart verdammt gut. Hatten wir auch das Gefühl, dass ihr sehr gut wart, genau. Ja. Deswegen neue Woche, neues Glück, schönen zweiten Advent noch. Ja. Und wir starten. Genau, wir legen los mit der Nummer, was kommt. Ja, natürlich, wenn man am Anfang, okay, aber ich habe noch nicht, wir haben im Moment 14 Challenges, also wir zählen durch, es kommt jetzt die 1 dran, also wir sind ja unten, dann bei 14 und dann zack. Einmal nachgedacht, erspart viel Zählen. Ist hoffentlich so korrekt. Okay, auf geht's, Eröffnungswünsche gerne wieder in den Chat. Melanie notiert. Ja, mal gucken, ob das klappt. Ich glaube, ich werde nur Königsindisch und Italienisch lesen können. Ja, einfach ausgewähltes Lesen. Ja. Gibt es das auch, so einen freudschen Verleser, dass man nur liest, was man möchte? Was man möchte, was man möchte. Ich habe gerade versucht, Bertramisch zu spielen und wenn man da flexibel ist, dann kann man natürlich auch so Züge wie E6 immer noch umleiten in andere Eröffnungen. Ist dann halt jeweils schlau, wenn die Gegner die Eröffnung nicht spielen. Gut, mein Gegner spielt wahrscheinlich so standardmäßig. Deswegen macht es hier keinen großen Unterschied. Ich mache C3 oder lasse ich es drauf ankommen? Oder mache ich H4? Ich mache H4. Zu spät, hab schon gemacht. Ich kann mich gerade eh nicht auf deine Partie konzentrieren, sondern frage mich gerade, ob Karo kann Abtausch dann aus weißer Sicht gedacht ist. Wahrscheinlich, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es, Karo kann Abtausch, weiße Sicht wahrscheinlich. Würdest du einmal kurz mir dein linkes Auge leihen? Warte. Ja, bitte. Also, Läufer schlägt H7. Wir hatten noch mal eine Lernstunde dazu. Läuferopfer auf H7. Wir haben gesagt, das kann gut sein, wenn, A, wichtig, der Gegner kontrolliert nicht diese Diagonale, also kommt mit keiner Figur hin. Ja, ich glaube, das klappt. Ich glaube auch, das klappt. Der Läufer steht hier, also König H6 sollte auch nicht gehen. Wir probieren das jetzt mal und hoffen, dass das so funktioniert. Englisch ist immer drin, schon abgehakt werden kann. Und ich glaube, hier ist Springer G5 besonders stark, weil König G6, da hätten wir sogar stark Dame D3 gehabt, gefolgt von Dame H7 Schach, weil der Läufer auf F6 blockiert so Ideen mit F5. Und jetzt kann ich eigentlich schon fast pre-moven. Dame H5. Mhm. Ja, das ist doch mal ein cooler Pre-Move. Ja. Naja, einer, der nicht schlägt als Pre-Move, hat man nicht so häufig. Kann man das Auge rausnehmen? So, jetzt doch schon gleich matt, oder? Was wir ja machen. Du kannst ja immer G6 spielen, oder? Ja, das war die Idee. F5, ja. F5, F6, das sollte eigentlich keinen Unterschied machen. Und ja, was noch interessant wäre, stell dir mal vor, er hätte einen Springer auf... Nee, also passt das auch nicht. Er hätte irgendwie den Bauern schon auf A4, dann hätte er F6, G6, Dame A5 Schach machen können. Ach ja, das Auge. Was konnte er damit? Er konnte das rausnehmen, oder? Weiß ich schon nicht mehr so genau. Ich weiß gar nicht, wer Moody ist. Moody. Ach, ist das so eine Harry Potter-Figur, ne? Ja, mehrmals als Banause geoutet. Ja, als Harry Potter-Banause, wenn man sowas sein kann. Ah, hier, Flinsburg sagt auch, wer ist das? Ja, danke für die Partie. Und da das so ein Standardmanöver ist, würde ich, glaube ich, schon fast in die Richtung gehen, zu sagen, dass der Anfangstrick geklappt hat mit dieser Zukunftsstellung, mit E6, dass wir jetzt hier in Franzosen gekommen sind und er das vielleicht gar nicht mal so als seine Haupteröffnung eigentlich wählt. Ja, und
Ja, das war natürlich ein mieser Trick hier mit Läufer H7. Danke für die Partie und auf geht's in die nächste. Du hast ein paar Wünsche aufgeschrieben. Mhm. Und wir haben eine anspruchsvolle Frage im Chat, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Du darfst dich gerne daran versuchen, während ich spiele. Also gib mir mal gerne hier eine neue Challenge. Ja, ich zähle für dich die 6 ab. 6 ist CS01. Der auch so ein Kandidat ist, der weit, weit über dieser Zahl immer gespielt hat. Ja, stimmt. Ja, das stimmt, ne? Okay, dann darfst du machen, Drachen oder Timer noch. Ja, ich guck erstmal, was kommt hier. Ich beantworte die Frage von CMP, der gefragt hat, welche Eröffnung man im Repertoire haben sollte. Generell, wenn du, seit wann spielst du Schach, ist halt die Frage. Seit knapp einem Jahr spielst du Schach und du lernst die Eröffnung. Also die allerwichtigste Regel, die du beachten solltest, ich glaube, da hast du auch ein Video drüber gemacht. Schau nicht zu sehr nur nach den speziellen Eröffnungen wie Sizilianisch und Co., sondern versuche eigentlich, egal was du spielst, immer die goldenen Eröffnungsregeln zu beachten, die da wären. Zentrum, bin ich mal gespannt. Ja, belegt das Zentrum, Figuren entwickeln. Besetze mit den Figuren das Zentrum. Nein. Auch mit, ja, mit den Bauern. Auch, ja, also Zentrum, ganz einfach, Zentrum, Figuren entwickeln, Königssicherheit. Wenn du diese Aspekte beachtest, dann wirst du merken, wenn du erst gerade mit Schach angefangen hast, dass du gegen deine üblichen Gegner, die ungefähr auch auf deinem Niveau sind, da wird die Partie nicht in der Öffnung entschieden. Na, da kannst du ganz entspannt sein. Wenn du diese Regeln schon beachtest, dass du deine Figuren rausbringst, das Zentrum besetzt und den König in Sicherheit bringst, dann hast du eigentlich die Öffnungsphase schon sauber überstanden. Und dann solltest du mehr deinen Fokus darauf legen, dass du gerade am Anfang, ganz wichtig, da wird es meist taktisch entschieden, weil das ist einfach super schwer, das alles am Anfang noch zu sehen. Und ja. Du hättest auch Politiker werden können, ne? Es wird dir eine einfache Frage gestellt und du antwortest auf was ganz anderes. Das also ich würde sagen, einfach. Am Anfang sollte man E4 lernen und Sizilianisch spielen und vielleicht auch E4, E5. Das waren so zumindest die Themen, mit denen ich angefangen habe. Ja, also was man sagt, genau, wo du das jetzt, du machst es ein bisschen konkreter, das hat auch einen Sinn, dass man anfangen sollte mit Sizilianisch und E4. Es geht einfach darum, dass man am Anfang die offenen Eröffnungen spielen sollte, weil man da am meisten lernt. Da wird es sehr, sehr schnell taktisch, es hängt immer so relativ viel und man muss ein bisschen vorsichtiger agieren. Und da lernt man einfach am schnellsten, ne? Auch wenn du vielleicht nicht den größten Erfolg hast damit am Anfang, man sollte das ein bisschen durchziehen. Und die Schachmaus, die sagt was. Dame A5 Schach gefolgt von Dame F5. Was? Ja. In meiner Partie? In der letzten. Ach so. Da, die letzte, ich hatte, da kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Ich hatte da was im Gefühl, dass da was war, ja. Ich weiß schon gar nicht mehr, ob wir in der letzten Partie weiß oder schwarz hatten, welche Eröffnung kam. Ich weiß nur, dass wir am Ende matt gesetzt. Ja, das war so ein Rubinstein-Franzose mit Läufer schlägt H7. Und ich sag's noch, das Wichtige ist zu gucken, kommt er auf die Diagonale H7 B1. Und ja, er wäre dort mit dem Schach hingekommen. Ups, Glück gehabt, aber hier, du hast gewonnen, indem du hier diese Taktik ausgepackt hast. Wie kam denn das? Ich habe die letzten zwei Züge. Flinsbacher schreibt noch, man sieht den Unterschied. Ich dachte auch, noch ist alles im Lot und jetzt? Ja. Ich habe den Läufer angegriffen und er hat ihn nicht weggezogen, dankenswerterweise. Aber ja, klar, wenn hier Läufer, weiß gar nicht, wo am besten ist, B3 oder E2 oder irgendwo hinkommt, ist natürlich die Stellung noch leicht besser für Weiß. Ja. Okay. Dann machen wir mal weiter auf unserem Rachefeldzug gegen die Community von Chess24. Du, ich habe auch immer das Gefühl, zu wenig Theorie zu kennen. Das ist normal. Ja, aber das darauf, ist nicht so schlimm. Also, wir vertreten ja die Theorie, dass es viel wichtiger ist, so Mittelspiel
Themen zu verstehen, zu kennen, Taktik zu machen und so und Eröffnung sich halt irgendwie durchzuwuseln. Da gibt es bestimmt andere, die das anders sehen, aber... Ja, die Grundprinzipien, das reicht. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich kenne keine Eröffnung, ich besetze das Zentrum. Naja, das ist aber nicht das Zentrum. Ich mache E3. Ich kann dir da aber den Kurs zu den 10 goldenen Eröffnungsregeln empfehlen. So, haben wir das geschafft. Zentrum habe ich halb. Jetzt will er mir natürlich einen isolierten Bauern verpassen. Das kann ich verstehen. Hier wäre C5 aber auch noch interessante Wahl. Ich glaube, das kann man so machen. Jetzt gehen wir mal nach dort. Gehen wir dorthin? Ich weiß nicht. Nächstes Mal einfach so in der Mitte absetzen und gucken, wo er hinspringt. Ja, besser ist das. A6 habe ich tatsächlich nicht ganz verstanden. Ich würde fast denken, der war gar nicht mal so gut, aber die Stellung ist immer noch alles gut für Schwarz. Wäre sonst nicht irgendwann mal Springer B5 gedroht? Ich glaube, das richtet sich prophylaktisch dagegen. Ja, denke ich auch. Aber so ein Zug wie Springer H5 wäre vielleicht unangenehmer gewesen. Da ist dann immer so die Frage, und das ist eigentlich das in der Eröffnung, da braucht man auch nicht wirklich Theorie, ne? Man muss einfach überlegen, das ist ja auch so ein Gegenspiel, was hat mein Gegner vor, was habe ich vor, er will hier E5 spielen, ja, habe ich mir schon fast gedacht, ich glaube, ich sollte mich schleunigst dann mit dem König aus der Mitte wegbewegen und... Ja, ich wollte gerade fragen, ob du das nicht mal ausnutzen kannst hier. Ich werde es versuchen. Frage ist, ob der Springer... Obwohl, wenn Springer B6 kommt und Turm A7 kommen muss, ja, dann hast du ja quasi schon eine Qualität gewonnen. Dann habe ich einen ganzen Turm gewonnen. Ui, der war natürlich gut. Ja, der war gut. Droht E5 stark an. Was nun? G4 oder? Perspektivisch, nee, prophylaktisch. Den Turm hier rausstellen? Nee, das kannst du auch machen. Aber mit dem Läufer weggehen, hätte ich gesagt. Ah, um auf das E5 ein, ja, genau. Bisschen flexibler reagieren zu können. Aber gut, ich schlag raus, das ist viel mehr Flexibilität, brauche ich nicht. Ich knüppel das einfach weg, was mir vorgesetzt wird. Kann ich den D5 nehmen? Taktik, Melli. Wieso nicht? Achso, weil der E2 ein bisschen wackelig ist, aber da gibt es ja eigentlich keinen Abzug. Dein Wort in Gottes Ohr. Der D5 ist geschlagen. Bist du jetzt Gott oder was? Nee, in Kaisers Ohr, möchte ich sagen. Ja. Ja, das sind so Standardsachen, dass man einfach irgendwie mal einfach alle Schlagzüge sich anguckt, aber Springer F3, dann wäre der Läufer weg und ja, sieht gut aus. Springer schlägt C5, irgendwie sowas wäre immer noch interessant, einfach weil dann kurzzeitig die Dame angegriffen ist. Aber gut, dann schlage ich raus und schlage auf C5. Also ich glaube, das war okay. Frage an mich zu meiner Königsindisch-Serie, ob die noch von der Theorie her aktuell ist. Da müsste ich mir die auch nochmal anschauen, aber ich meine mich zu erinnern, dass ich da klar schon Varianten gezeigt habe, aber auch viel halt auf Pläne und Grundideen eingegangen bin. Mhm. Und das ist ja auch eher das Wichtigste, wobei bei Königsindisch es ja schon auch drauf ankommt, Varianten zu kennen. Da würde ich einfach empfehlen, also die ersten Züge werden sich nicht geändert haben von der Theorie, dann einfach, wenn man ein bisschen tiefer in die Varianten geht, das vielleicht halt nochmal zu checken, ob es da neue Entwicklungen gibt. Das sollte man ja sowieso regelmäßig tun bei solchen kritischen Varianten, aber ansonsten von den Grundzügen und den Ideen sollte die Serie auf jeden Fall noch aktuell sein. Ja. Ja, ja. hier, ja, komm, den gibt's auch noch. Alexa, kann ich D5 schlagen? Ja. Dann muss man Orakel Otto fragen. Ja. Orakel Otto? Apropos Alexa,
Hast du Alexa gestern ausgeschaltet, indem du sie einfach vom Strom getrennt Nein, hast? Nein, ich habe erst gesagt, Alexa, stopp. Ja. Dann hat sie Stopp gemacht. Ach, und dann, hat sie? Ja, und okay. Dann habe ich den Stecker gezogen. Dann wird sie nicht mehr lauscht, oder was? Ja. Taktik-Session Nummer 2 in dieser Partie, B4. Ist B4 ein guter Zug? Turm schlägt C1, BA5 schlägt, König schlägt Läufer D3, König ja, D1, Turm E1 und König H2. Machen wir. Dame so, ich B5 muss erstmal zählen. Ah, okay, du hast schon mal einen Bauern mehr und jetzt gleich noch mehr. Also genau, ich hatte 2 Bauern mehr und hatte eigentlich hier geplant, dass der Bauer vergiftet ist wegen Kannst B4. Kannst schon pre-moven. Danke. Da kriege ich immer Anschiss, wenn ich das nicht mache. Ja. Ja. Oh, jetzt kriege ich hier sogar schon... Chess24 denkt, ich hätte in der Zwischenzeit Spanisch gelernt und kriege hier von Divis einen Vorschlag. Tatsächlich, also manchmal reizt es mich, Spanisch zu lernen, einfach, um Pepe zu verstehen. Aber da muss man die Sprache gar nicht kennen. Ich gucke es ja trotzdem manchmal, auch wenn man es nicht versteht, aber es ist so witzig. Aber vielleicht würde es auch den Reiz verlieren, wenn wir verstehen würden, was er sagt. Ich weiß es nicht, aber es ist eine sehr lustige Person. So. TDL, die Frage ist eher, kommst du vom 27. bis 29. Dezember nach Erfurt? Das ist ja nur ein Katzensprung von Magdeburg. Da sind wir nämlich. Und werden wahrscheinlich keine Zeit haben, zwischen den Doppelrunden mal schnell rüber zu flitzen. Wohin denn? Nach Magdeburg. Hast du das? Das ist wahrscheinlich die DVM, schätze ich. Ja. Mal. Englisch habe ich abgehakt. So, was darf ich? Du darfst mit Weiß. Hatte ich gerade auch Weiß. Verwirrung pur. Ich könnte Karo keinen Abtausch anstreben oder schottisch. Ja. Je nachdem. Was ist die aggressivste Öffnung von Schwarz gegen C4? Ich weiß gar nicht, ob es so was super Aggressives gibt, aber Königsindisch kann man natürlich versuchen einzuleiten. Kann man gegen alles. Wieso versuchen? Man kriegt das auch hin. Ja gut, aber Weiß muss ja nicht D4 spielen und kann das auch in einem ruhigen Aufbau spielen. Aber dann spielen. Hat man ja trotzdem... Schottisch, da haben wir es. Ja. Respekt. Ja, easy. Danke für die Partie. Läufer E3 ist hier die Theorie. Achso, was? Nee, Moment. Doch. Nein, aber nicht meine. Doch. 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 Warte, ich muss kurz nachdenken. Dann kommt sowas wie Dame F6. Und dann weiß ich auch nicht mehr. Was? Ich kenne das auch nicht. Ich finde aber, und das, also ich finde, Schottisch ist eine der interessantesten Öffnungen, weil das, glaube ich, kein Mensch so richtig versteht, was da überhaupt los ist, ne? Ja, das ist halt auch total unintuitiv teilweise und halt auch ganz anders als so die typischen E4, E5 Stellungen, weil es halt ja ganz verwirrend ist alles. Läufer G5? Nein. Ach, das ist alles noch Theorie. Bounce-Attack. Bist du jetzt überrascht, dass ich ausnahmsweise im 7. Zug mal noch weiß, was ich mache, oder wie? Ich weiß aber nicht, ob ich wirklich weiß, was ich mache. Also da sind wir... Doch, es gibt beruhigt. Jetzt aber hier Springer D4, dann macht man damit D2 oder so. Okay. Wir sind nicht in Weigernsee. Nein, Nee, wäre ich gern mal. Aber bisher hat sich das noch nicht ergeben. Ja, wir haben noch so einige Turniere, die wir... Wer hat gelauscht, was die Theorie ist? Ja, jetzt kann man auf C2 den Springer opfern. Ist ein sehr starker Zug für Schwarz. Nee, wie ist die Stellung so? Sieht mir wie eine spannende Stellung aus. Ja, mal gucken. Weil ich finde es eher spannend, ob ich mich an die Theorie erinnern kann. Das ist ja die größte Spannung für mich. Oh. Was ist das? Ich könnte jetzt... Läufer H4 Springer schlägt ihn. H4 Springer. Oh ja, der sieht gut aus. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob der hier auch sinnvoll ist. Doch. Naja, aber es funktioniert ja jetzt noch nicht so ganz direkt, ne? Der kann ja einfach schon schlagen. Ich habe ja die Dame hier und nicht hier. Ja gut, ist halt dann Kompensation, ne? Ich würde das machen, ja. Hilfe.
Was wollte ich gerade noch sagen? Fabi hat gefragt, warum wir dieses Jahr noch nicht Oberliga gespielt haben. Ja, da war so eine Kommentierung der Weltmeisterschaft dazwischen. Das war etwas ungünstig. Ja, wir hätten gerne gespielt, aber... Vielleicht kommen wir dieses Jahr ja nochmal zum Einsatz oder nächstes, also ja, diese Saison. Aber bisher hat unser Team alles gewonnen. Ja, also ich glaube, es ist besser, ja, ist vielleicht wenn wirklich, wir fernbleiben. Dann denken sie sich vielleicht, okay, dann hat jeder so einen höheren Erwartungsdruck. Weil sie denken, okay, meinst, wir sind heute... Du meinst, strengen sie sich ja im Vergleich zu sonst endlich mal an, ja? Ja, wir sind nicht in Elo-Best-Besetzung, also müssen wir uns alle mehr anstrengen und dann gewinnen sie auf einmal auch alle. Ja, was ist jetzt mit der Langrochade? Das ist natürlich die Quizfrage. Finden wir es doch heraus. Cool. Das gefällt mir. Also es gibt ja auf jeden Fall so Opfervarianten, aber da steht es ein bisschen anders. Und das ist ja immer so die Gefahr, gerade bei solchen Opfervarianten, Kleinigkeiten können da natürlich schon einen großen Unterschied machen. Also da lässt man den auf jeden Fall den hier auch stehen und spielt den auch so ganz gechillt weiter mit Läufer C4, F3, G4 und so. Aber da hat Schwarz dann schon auf B3 geschlagen und so und hat hier keinen Springer mehr zur Verteidigung. Wohingegen mir mein Springer B3 Jan jetzt nicht so viel hilft im Angriff. Na, ich lasse mich überraschen. Spielen wir eigentlich auch auf anderen Schachseiten wie Lee Chess und sowas? Gelegentlich, ja. Also ich spiele also nur mit euch. Ja, das stimmt. Spiel sonst kein, also Schach schon, aber kein... Okay, also ich glaube, wir müssen jetzt mal langsam den Notanker ziehen, weil HG5 wäre, glaube ich... Ja, und dann mit Springer G4, ne? Ich wollte es nur nicht sagen, weil ich Angst gewesen vor Lauschern hatte. Ja. Also sowas E5 ist auch mal eine Idee, ne? Hilft uns aber jetzt auch nicht, dann kommt ja auch HG. Na gut, schlagen oder? Schlagen oder... Und Springer D5? Oder sowas wie Läufer D3 mit der Idee auf Springer G4, dann E5 zu machen. Ja, aber wir müssen uns auch um den hier kümmern, ne? Da droht auch ein bisschen was. Ja. Okay, lass uns noch einmal richtig tief darüber nachdenken. Ich habe auch keine Zeit zum richtig tiefen Nachdenken. Das ist der F2 hängt, ne? Ach so. Also F3 solltest du einschieben. Was mache ich denn mit dem? Mit dem gehe ich dann nach A1 oder was? Muss ja. Das ist ja ungünstig. Und so Dame F4-Geschichten gefallen mir auch nicht so gut. Ja. Ach nee, ich kann ja den einschieben, ne? Oder werde ich denn hier matt? Ach nee, ist mit Schach gut. Was haltet ihr von Alpha Zero? Interessant. Ja. Ja, boah, interessant. Ja, ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ich habe die letzten Neuigkeiten noch nicht gelesen. Ich habe mir die Analysen von Matthew Settler habe ich mir reingezogen und muss sagen, also gut, also Alpha Zero Analysen, die sind jetzt wirklich nicht anders als die von Stockfish. Also mit einer großen Tiefe. Ja, ja, also da ist keine große Differenz gewesen. Hallali. Und jetzt, wie er wieder gespielt hat, ich weiß nicht, es kommt immer sehr auf die Einstellung an. Also, was ich, glaube ich, im ersten Match gehört habe, ist, dass es auch viel daran lag, dass Alpha Zero... Ich brauche mal kurz Unterstützung. Viel schneller rechnen. Hier sehr bescheiden. C3 muss sein. Ja, König. Okay, jetzt kannst du weiter erzählen. Ja, dass Alpha Zero einfach so viel schneller ist. Dementsprechend ein großer Faktor, aber auch einfach, wie schnell die spielen. Muss ich gucken, was jetzt so passiert. Und ich habe eine Apple Watch, Weihnachten vorgezogen. Nee, die ist ziemlich alt. Also die ist schon ein paar Jahre her. Ein paar Jahre her? Du hast die schon ein paar Jahre, genau, das wollte ich sagen. Ah, du kannst auf Zeit gewinnen. Ja, wir haben das heute angekündigt. Wir werden die Gegner gnadenlos auf Zeit ziehen, auch mit 2 Damen weniger, wenn uns das irgendwie C2 oder B1? Ja, C2 sieht doch gut aus. Dann habe ich zumindest noch den C3 unter Kontrolle.
Ja, und gleich schlägst du zu. Wo denn? Wahrscheinlich auf B6. Wow. Jetzt hängt der schon wieder. Ja. Dame so. D4. Damen tauschen. Und dann mit dem ja. Bauern schon. Ja, wenn man auf Zeit ziehen will, verhindern, dass man matt gesetzt wird. Ja, und am besten abtauschen, weil das mag ich auch immer nicht, dann Endspiele, wo ich keine Zeit mehr habe. Ja, das dauert halt einfach sowas, ja. Umzusetzen. Du stehlst jetzt auch einfach den Bauern ja. halt. Ja. Okay. Moment. Bisschen Mühe geben sollte ich mir schon noch. Okay. D5? Ja, oder so. Du machst das schon. Droht hier irgendwas Mattiges? Bestimmt so einiges. Ja, und Flinsbacher sagt Respekt vom Pokerface und das sehe ich genauso. Also er hat hier auch, also entweder sind wir noch nicht so richtig angekommen, aber gefühlt auch viel besser als diese ja. 1600, die er hier im Moment hat. Richtig stark. Das stimmt, weil eigentlich so die Eröffnung, gut, das Springeropfer, das war ein bisschen übertrieben von uns, aber eigentlich sonst war das ja ein normaler Aufbau, ne? Ich weiß gar nicht, vielleicht stand ich auch nie kritisch, es hat sich nur so ein bisschen so angefühlt, weil man halt genau spielen musste, ne? Also hier so, sieht ja, gut, ich glaube, es ging hier schlagen und Springer G4. Ja, das sah sehr, sehr stark aus. Ah, vielleicht Springer D5? Ja, das ist auch nicht ganz klar. Aber Springer D5 hat zumindest hier so einen netten Trick nochmal auf Lage, wenn er sich jetzt sagt, oh, ich tausche schnell die Damen, dann sagt man, okay, Damentausch eingeleitet und matt. Das wäre ein netter Trick gewesen. Ja. Aber ja, naja, es ist halt Blitzen, da muss man auf sein Gefühl hören und manchmal auch, wenn auch das manchmal ein Pokerface aufsetzen. Aha. Gegen das Pokerface. Was haben wir? Wir haben die 14 und die zähle ich jetzt wieder von oben auf. 6, 9, 13, 14. Grana Blanca. Okay, auf geht's. Wie schaut aus? Wünsche? 2 Pünktchen brauchen wir noch. Ja, dann können wir wieder feiern. Ist eigentlich schlau, wenn wir dann immer mal so Sessions haben, wo wir so viel verlieren. Ja, dann können wir uns jedes Mal wieder freuen, wenn wir über 2-8 kommen. Ja, bis ich Drachen und Timer noch spielen muss. Also ich habe doch schon Drachen. Ach nee, dann kam hier mit geschlossener. Du hast zumindest nichts. Ich hab's versucht. Abgehakt. Aber ich habe schottisch abgehakt. Was haben wir denn hier für eine merkwürdige Eröffnung? So. Ja, ich glaube, das war schlau von ihm, diese Zukunftsstellung zu wählen. Ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen, aber schlau von ihm, das einen Zug herauszuzögern. Denn jetzt ist es nicht ganz so einfach. Wann ist es das schon? War nicht mal. Aber nicht heute. Du spitzt auch sehr schlecht. Kreativ, sag ich. Ja, ich habe mich entschlossen, jetzt einen Bauern zu opfern, will er gar nicht haben. Naja, dann nicht. Hm. Ich wollte auf Nehmen dann D4 spielen und ja, halt mal gucken, was mit dem Läuferpaar so gehen könnte. Ja. Jetzt muss ich Weiß auf jeden Fall erstmal um seine schwarzen Felder da kümmern. Vielleicht mit Dame E2, Läufer E3 oder so. Aber du hast ja auch immer noch Läufer C5, weiß ich nicht, ob das eine Ressource ist. Das liegt immer dann so in Springer A4 drin, wobei man dann ja immer noch einen Schach hat. Mhm. Ja, ist nicht ganz so klar. Dame E2, Läufer C5, ED5, kleiner Trick, kann er rausschlagen. Deswegen sollte ich wahrscheinlich D4 spielen.
Aber das ist okay. Man soll zwar die Stellung öffnen mit dem Läuferpaar, aber ich habe hier noch einen... Du hast noch Hebel und Schwachpunkte. Ja, einen ganz schönen Schwachpunkt auf D3, den ich mit Läufer A6 angehen kann. Und er muss seinen Springer jetzt auch erstmal ziemlich komisch postieren. Ja, und es kommt halt schnelles Spiel auf den D3. Ja, was machen wir mit unserem Königsflügel? Das überlegen wir uns noch. Der bleibt so, wie er ist. Da wird sich nichts dran rütteln. Das hatten wir doch mal in einer Partie. Da hatten wir dann eine Challenge gemacht, dass ich eine Figur bis zum Ende der Partie nicht mehr ziehen darf. Ah. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Aber ich habe es geschafft. Ich weiß das auch nicht mehr. Okay. Und du bist zwischendurch fast ausgerastet, weil dann meine Zeit knapp wurde und so. Das kann sein, ja. Das weiß ich noch. Ich bin immer ein sehr emotionaler Spieler. Ich bin da sehr dran gebunden, was da passiert. Ist auch gut so. Ich bin auch emotional. Aber das treibt einen ja auch irgendwie an. Ja. B3. Ja, B3 kann man in der Tat mal machen. Du witterst schon Taktiken? Nee, geht aber noch nichts. Nee, geht wahrscheinlich. Ja, dann werde ich hier wohl zu C5 greifen müssen, was in Ordnung ist. Aber kommst du da? Ja, wollte ich gerade sagen. Ah, hier wollte er hin! Was dachtest du denn, wo der hin will? Der will den Läufer dahin stellen, Springer F2. Aber Springer nach C4 sieht doch gut aus, aus seiner Sicht. Aus seiner Sicht sieht das gut aus, ja. Das stimmt, der ist nicht so verkehrt. Stimme ich zu. Dann machen wir mal so. Und was machst du nach Springer C4? Unklar. Das überlegst du dir immer erst, wenn es soweit ist, ja. Ach, jetzt macht er auch noch sowas. Ja, wir hatten tatsächlich schon mal bei der Chess24 Geburtstagsshow vor ein paar Jahren verschiedene Spielchen integriert. Und unter anderem auch das Weintraubenspiel, was tatsächlich vorsah. Ich weiß nicht mehr genau, wie wir das gespielt haben, aber irgendwie für jedes Schlagen oder für ganz viele Weintrauben in den Mund stecken. Und man musste immer auch noch irgendwas dazu sagen, irgendwie. Guter Zug oder so. Ja, genau. Guter Zug. Ja, das war amüsant. Könnt ihr euch auch auf unserem YouTube-Channel nochmal anschauen, die Folge. Die findet ihr da unter Highlights. Ach, Grana, das ist eine Qual, wie du mich hier fertig machst. Na, bisher geht auf jeden Fall unser Plan auf, um auf Zeit zu gewinnen. Weil wir ja nicht gesagt, dass wir gut spielen wollen. Nee. So hoch sind unsere Ansprüche ja gar nicht. Das ist alles ein merkwürdiger Haufen, den ich mir hier zusammengespielt habe. Na gut, ganz aber es ist ja noch keine Katastrophe. Ja, ich habe vielleicht noch etwas schlechter. Ja, wir haben noch nichts weniger, das ist aber dann schon mal. Doch, Zeit. Das ist das Allerwichtigste. Oh, die wertvollste Ressource hier im Blitzen, da habe ich weniger. Okay, dann werde ich jetzt den Turbogang einlegen und mal so richtig schnell spielen. Aber das ist auch deutlich einfacher, wenn man eine gute Stellung hat, schnell zu spielen. Nee, manchmal ist es auch einfacher, wenn man schlechter steht und eh nicht, also keine Alternativen hat. Und dann ist es manchmal schwieriger, so eine bessere Stellung zu verwerten, im positiven Sinne. Ja. Also kommt drauf an, ne? Ja, aber ich habe jetzt schon schön was rausgeholt auf der Uhr. Ich schließe mich auf jeden Fall Turmopfer an. Was sagt er? Dass ich das schaffen werde? Nein. Nein. Dass ihm die Stellung von Weiß gefällt. Aber ich schließe mich auch Nico an, dass er das schaffen wird. Ja. Kann er das schaffen? Ja, er schafft das. Ja, nee, so schlimm ist es auch noch nicht. Muss man mal... Guck, du hast jetzt schon einen Bauern mehr. Guck mal da in den Chat. Dann verstehst du es. Aber jetzt musst du auf jeden Fall ziehen. Sonst hast du gleich keinen mehr. Verstehe. Aha, ist in Ordnung.
Ja. Oh Gott, ist das vielleicht doch nicht in Ordnung? Wieso? Was kommt da? Kannst du es mir auch flüstern? Ich weiß es nicht genau. Ich habe nur so ein etwas ungutes Gefühl. Ja. Ja, stimmt, weil du das nicht aktiv auflösen kannst. Nur er ist in der Lage, solche Dinge zu tun. Ja, auch nicht verkehrt. Nun denn? Na gut, aber so schnell kriegt er seine Figuren ja gar nicht ran. Ja, wenn ich vielleicht alle meine auf die Grundreihe ziehe, da ist nichts mehr zu holen für ihn. Ja, aber Springer auf 3 ist schon nicht so verkehrt. Ja, in der Tat. Was machst du denn nach Springer H4 dann? Gott, gequält gucken? Da kannst du immer noch G5 spielen. Ist zwar kein Highlight, aber... Habe ich eine Wahl? Habe ich eine Wahl? Ich weiß nicht, sonst kommt der Springer nach D6 rein. Du musst... Der tanzt dir hier ganz schön auf der Nase rum. Mit seinen Springerlis, ja, das ist in der Tat wahr. Aber es ist nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt Turm F5. Das ist ja mal eine Ansage. Das glaube ich nicht. Wir wurden gefragt, wie viele Zuschauer wir aktuell haben. Also 4.000. Wir sehen hier Zahlen um die 200. Ich weiß nur nicht, wie verlässlich diese Zahl ist, weil wir bei der Lernstunde zum Beispiel manchmal auch Zahlen angezeigt bekommen, die gar nicht stimmen können, weil schon viel mehr im Chat los ist beispielsweise. Da sehen wir ja, wer sich so alles beteiligt. Ich weiß nicht, ob es da Unterschiede gibt, ob man über Chess24 oder... Oh Gott, meine Zeit! Hilf mir lieber! ...direkt über YouTube guckt. Na! Seine ist doch noch schlechter. Pass auf, dass er den nicht auf G5 reinhaut. Jetzt hängt er D3. Du musst nur auf den C5 aufpassen. Ja, ich denke, den kann er gar nicht nehmen. Ah, Blitzmodus, alles rausschlagen. Aber jetzt ist es einfacher für dich. Schachgebote. Keine Schachgebote. Dame schlagen. Hier schlagen. Pech gehabt haben. Okay. Top-Schlitter 2. Was kostet die Welt? Ich verrate jetzt etwas, was ich sonst nie verrate. So ein paar Flagging-Taktiken und die Gegner auf der Uhr fertig zu machen, sind natürlich überraschende Züge. Und du versuchst jetzt gerade deine schlechten Züge zu rechtfertigen durch eine 1A-Blitztechnik, ja? Er muss das einsehen. Stell den Turm ein. Es überrascht den Gegner. Ja. Okay, aber auch jetzt muss ich wieder sagen, Grana hat eine ziemlich gute Partie gespielt. Also Turm F5 war halt, glaube ich, zu viel an dieser Stelle. Turm F5, weil nach Turm H8 verliert man Material. Aber Springer F5 und Weiß steht immer noch solide besser. Also ich habe schon noch eine Idee gehabt, was ich machen möchte. Also ich wollte hier Turm H8 machen und auf Turm F2 gut erstmal decken und jetzt perspektivisch Turm H4 und dann vielleicht sogar mal Turm F4 machen. Also ich glaube, es ist nicht ganz so einfach für Weiß durchzubrechen, aber Weiß sollte besser stehen. Ja, so viel zu der Partie. Ja, wir haben jetzt auch hier unseren Plan schon vorgegeben, nämlich noch einmal gewinnen und dann wieder 28 einstellen. Okay. Mal gucken, den ersten Schritt gehen wir mit. Und dann schauen wir, ob wir eine Planänderung vollführen. Gegen Turmopfer? Dr. Paradoxon hat bestimmt wieder was ganz Verrücktes für uns aufgebaut. Oh nee, den mag ich nicht mehr. Der stellt uns irgendwelche Anfangsstellungen. Ja, dann stehen wir schon noch zwei Züge einfach auf Verlust, weil wir es einfach nicht kennen und nicht können. Ja. So, bitteschön. Ja, was darf ich denn? Ach, E4. Alles. Ich kann Karukan Abtausch versuchen. Hat sich das nicht sogar Turmopfer gewünscht? Ich glaube schon. Das wäre ja was. Dann machen wir Springer F3, tausch mal so ab. Ist ja auch Abtausch. Hallo? Wir sind immer nett, oder? Wie geht dein Abtausch? Direkt schlagen? Ich gehe davon aus.
Und dann gibt es da irgendwelche Besonderheiten, auf die ich achten muss? Wahrscheinlich nicht, nee. Dann versuche ich jetzt einfach ganz normales Schach zu spielen. Vielleicht erst H3. Mit der Idee Läufer F4, aber was schadet? Nein, mit der Idee Läufer G4 rauszunehmen. Ach so. Sonst hast du immer diese Läufer G4-Fesselung. Ah, was ein Trick. Okay. Wir den schlagen wir raus, oder? Also, als ob das jetzt... Also ist, glaube ich, positionell schon schlau, das so zu spielen, ne? War überraschend auch. Also, ja. Ja, also, was soll man dazu sagen? So, wir machen ihn jetzt auf den schwarzen Feldern fertig. Mein Läufer F4. Überlege nur, wie kann ich meinen Springer schlau umkopieren? Wo soll er denn hin? Ja, weiß ich auch nicht, da. Da kriege ich ihn aber nicht hin. Was wolltest du machen, Läufer F4? Ja. Springer raus, Springer rein. Beides gut, wo ne? Springer rein. Was? Pfui. Wo willst du denn hin? Nach E5 wollte ich rein. Also nach D2 oder E5? Was willst du mit dem Springer auf D2? Ja, nach F3 und E5 verstärken. Also ich wollte mit dem Springer nach B5. Oha. Einfach auch hier? Eigentlich schon, ne? Eigentlich schon. Darf man keine Angst haben hier. Nein, wenn Turmopfer seine Entwicklung vernachlässigt, dann müssen wir Rambazamba machen. Ob das klappt? Naja, wir werden sehen. Springer rein. Springer D4? D2? Oder Dame A4. A4. Was will ich da? C6 Angreifen. Schlagen. Ja, aber der kann ja ganz einfach gedeckt werden. Wie denn? Ich könnte auch da mal H5 machen und hier was mitnehmen. Nur ein bisschen riskant, ne? Warum? Na gut, erstmal hinstellen kann ich mich da ja. Jetzt kann ich nur nicht mehr so gut Springer D2 machen. Das ist natürlich wahr. Naja. Und aber traue ich mich hier zu schlagen? Ich glaube irgendwie nicht. Das musst du wissen, ob du dich das traust. Aber ich glaube. Ich wollte auf eine Empfehlung. Ah. Ja, vielleicht empfehle ich da gleich was. Aha. Okay. Warte, der Springer ist doch fast weg. Fast weg, ne? Der kann auch hier hin. Ja, das müssen wir uns mal zusammenkauern und so ein bisschen gucken. Kann auch noch nach D6. Man kann auch noch nach D6. Ja, aber ich dachte, da geht vielleicht irgendein Abzug. Oder du nimmst jetzt auf C6 und dann machst du... Was mach ich denn? Dann machst du Springer D2. Wenn einem nichts Besseres einfällt, oder Läufer E5 und dann tausche die Damen. Aber dann kriege ich meinen Springer nicht mehr so gut raus. Erst nach F3. Gut, die Zeit. Du hast schon anderthalb... Nein, du hast 3 Bauern weniger. Was? Ja, wenn ein Bauer in 30 Sekunden sind, dann hast du jetzt schon 3 Bauern weniger. Ja. Nur ja, weil er sich... F3 kannst du auch machen. Solche Sachen wünschte... Ja, um das dann selber zu spielen. Der ist aber auch auf Abtausch aus hier. Ja, dann nimm doch. Nö. Ich möchte, dass meine Türme damit mit dem Abtausch verbessert werden. Okay. Und jetzt werde ich gleich einen unglaublichen Majoritätsangriff starten. Mit C4? Mach doch C4. Direkt? Direkt. Der ist aber weg. Ach, Quatsch. Keine Angst davor, dass er sowas rausschlägt. Ja, Turm C1. Ein bisschen habe ich Respekt vor... Ja, darfst du nicht haben. Was? So, G3. Na, muss ja, ne? Nein, ich habe ja immer noch H4. Darf ich den nur nicht einstellen? Hängt. Aber jetzt wird's knapp, ne? Ja, was Turm wird C2, knapp? Ne? Achso, mit F4? Ja. Was mach ich denn? Ja, vielleicht kann kannst du auf D5 nehmen. Oder G4. Ja, aber rechne doch erstmal über C schlägt D5. Oh, aber ich habe doch keine Zeit zum Rechnen. Ja, dann trau dich einfach. Mach. Auf C6 nehmen. Oder auf E6 nehmen.
Oh, jetzt mit wenig Zeit, ne? Voll die Qual. Ich dachte, dann kann er sich nicht verstecken. Aber wird's matt? Weiß ich nicht. Weil wenn es kein matt wird... Naja, du hast ja zumindest, kannst du ja auf G3 auch nehmen. Okay, du musst jetzt ganz flott die Garotti spielen. König H2? Ja, das ist doch okay, oder? Ach so, aber... So, ich weiß auch nicht, ob man den wirklich nehmen sollte. Ja, das war eigentlich Quatsch, ne? Zum C2 schnell oder erst einen Schach geben? Ach so. Und dann? Na, sonst ist ja sofort... Ja, hat er ja die 2-3. Hat ja mindestens einen Dauerschach. Naja, aber die Stellung ist doch schlechter für mich. Dann wäre doch Dauerschach gar nicht so schlimm. Dann gibt doch Schachs. So. Oh Gott, oder willst du das Remis annehmen? Was nicht, oder wie? Du bist am Zug und das ist deine Partie. Hä, aber ich stehe doch einfach schlecht. Ja, und? Ich habe doch auch nicht gesagt, dass du spielen sollst. Ich habe gesagt, das ist deine Partie. Triff deine eigenen Entscheidungen. Du hast gesagt, oder willst du Remis annehmen, oder was? Jetzt bin ich schuld eingeleitet. Jetzt bin ich hier gleich matt, sage ich dir. Tommy 1. Ja, und dann bin ich gleich matt. Das passt schon. Musst dich nur beeilen. Wie passt das denn jetzt gleich? Turm F7. Und dann König G3? Turm G1. Oh, jetzt setze ich matt. Oh Gott. Der Turm G7 gewinnt ja einen Turm. Tut es das? Ja. Wie? Schlägst einfach raus. Wo denn? Ach, hier. Ja. Kannst du das jetzt mit ganz wenig Zeit? Stress mich nicht, mein Freund. Ja, TDL Sascha, wie man macht, man macht es falsch, Nico. Ja, ich weiß. Ja, so viel habt ihr schon gelernt, das ist gut. Na gut, ich hab dich nur gezockt, weil Nico es so wollte. Nein. Doch, du hast gesagt... ist doch deine Partie. Aber du willst ja jetzt nicht wirklich Remis machen, oder? Aber das lag nicht an der Stellung. Nein, Turmopfer, du hast richtig gut gespielt. Und die Stellung war auch besser für Schwarz. Nein, ich meinte das einfach bezogen auf, dass das eine Pünktchen hat halt gefehlt. Und das Remis hätte uns so weit weggetrieben. Deswegen so... Was wir halt... Aber heute... Hallo, aber ich habe gelernt, man muss auf die Stellung gucken und nicht auf die Elo. Und die Stellung war einfach, dass ich nahe am Abgrund stand. Aber das und auch noch ganz schlechte Zeit hatte. Das war noch ein guter Trick hier. Klar, König D3 und dann ist natürlich nichts mehr, aber... Aber echt gut gespielt, ja. Ja, ja. Nur das Remis-Angebot aus deiner Sicht kann ich nicht so gut nachvollziehen. Oh ja, als Trainersicht würde ich auch sagen, also... Da müssen wir meckern, wir haben ja hier auch eine... In Trainerfunktion. Genau. Also in so einer Stellung, wenn man besser steht, brauchst du kein Remis bieten. Selbstbewusst nach vorne gehen. Naja, nicht zu weit nach vorne, ja. Sonst wird's matt. 14 von oben. Zwölf, 13, 14, Dispenser. Remis wäre verdient gewesen. Ich finde, ein Sieg wäre verdient gewesen für Turmopfer, so gut wie er gespielt hat. Was haben wir jetzt gerade beschlagen? Die 2-8 haben wir beschlagen. Achso, okay. Wait. Okay, was ist das hier? Was ist das Dispenser? Das kenne ich alles nicht und wahrscheinlich mag ich das auch alles nicht. Jetzt mache ich das hier ganz stocksolide. Rochade, schön schnell spielen, H6 einschieben, Läufer F5, Springer D7. Magst du auch nicht nur deine Züge ansagen, sondern auch ein bisschen was dazu erzählen? Nein, ich schildere nämlich gerade meine Pläne und meine Pläne sind relativ stumpf, nämlich einfach diese Züge zu machen. Ich glaube, das stellt einen Bauern ein, Dispenser. Ich den jetzt schlage, das ist, glaube ich, kein Trick. Ich nehme mit dem Läufer. Nicht mit dem Bauern. Der Bauer würde da schnell verloren gehen. Aber so? Hast du ein Meer?
Ja. Jetzt verlieren und bei 2-7 rumgurken. Ja, das kann. Das hättet ihr gerne, ne? So, wenn ich jetzt Dame B6 mache, dann nimmt er raus, macht Springer D2, ich nehme auf G2, er nimmt auf E7, der B7 hängt. Ganz schöner Trickser. Muss ich ihm lassen, das war ein Trick. Was lernen wir jetzt daraus? Was mache ich jetzt? Was ist die Moral der Geschichte? Ich habe dir gerade nicht zugehört. Nur ganz schöner Tricks habe ich irgendwie. Dame B6, wenn er dann tauscht, dann macht der Springer D2 und auf das Schlagen auf G2 nimmt er auf E7 raus. Der G2 hängt, der B7 hängt. Doof gelaufen. Verliere ich einen Bauern zurück. Möchte ich nicht. Du musst ja nicht Dame B6 spielen. Ja, aber was sonst? Dame. C8 macht es nicht besser. Ich glaube, ich muss schon auf F3 nehmen und dann damit E7 machen. Aber das ist hier gerade mal so der Notanker. Na gut, aber ein Bauern mehr. Bauer mehr ist. Wir müssen uns an den schönen Sachen erfreuen. Ja. Flutlicht, wir haben gerade gewonnen. Unglaublich, aber wahr. Ja. Am Ende den Turm gewonnen. Ja. Ah, da sehe ich doch sofort, dass er mir sein Läuferpaar anbietet. Nehme ich. Primo, Schnapp, naja, Schnapp. Pass mal lieber auf Turm E7 auf. Ja, deswegen lasse ich noch nicht los. Warum nicht Dame C8, fragt Fabi. Ja, nach Dame C8 wäre Springer D2 auch sehr interessant und vielleicht lästig gewesen. Denn selbes Motiv, Springer D2, Läufer G2, König G2, Turm E7, nicht König G2, Turm E7 natürlich. Und dann hängt der B7 und der Läufer auf G2. Ah, ja, doch. Oh, Dispenser ist hier wirklich mit allen Wassern gewaschen. Erstmal den Turm rüber, dann kann ich den Springer gemütlich nach B8 ziehen. Nicht, ob das so gemütlich wird. Da auf B8. Wo will er denn da hin? Also. Er hat halt noch was vor sich, der Gute. Ich muss halt erstmal alles konsolidieren irgendwie. Ja, ich glaube, wir haben letztes Mal auch gegen Turmopfer verloren. Vielleicht. Doch, ich glaube schon. Ja. Vielleicht, ja, Turm. Also er ist so ein Kandidat, weil er stark spielt. Ja. So, und jetzt? Fabi, das stimmt natürlich, aber wer weiß, ob man es ausnutzen kann. Ne? Na hoi, da hat er aber flott jetzt zugegriffen. H4, da kommt ein Angriff. Aber jetzt kann ich endlich meine Figuren so ein bisschen anders hinstellen. Ob das jetzt die Erlösung wird, ich weiß es noch nicht. Aber ich fürchte kein Unheil. Ich fürchte kein Endspiel ohne Damen. Kannst auch König F8 machen, oder? Das ist aber alles nicht so einfach. Gott, ist das noch eine Qual. Ich habe einen Bauern mehr, aber dieser Springer steht so schlecht. Ja, das habe ich dir doch gesagt. Oder was ist denn mit Springer A6, Springer C7 und dann kriegst du den so irgendwie raus. Und dann Springer E8, Springer D6. Ja, das ist es. Ich hätte gar nicht Springer B8 spielen sollen, nee. Sondern direkt dieses Manöver mit B6, Springer C7. Ja, ich danke dir von Herzen. Ja. Das ist so ein Langzeitsieg. In der Turnierpartie wird man heute sitzen und sagen, okay, ich löse jetzt einmal die Probleme und dann ist die Stellung vorbei. Aber in einer Blitzpartie ist das nicht so leicht. Dann steht man da und jetzt droht er hier, droht er da, droht überall. Und dann fehlt man sich da mehr Material ab. Was denn?
Aber siehst du, das meint die Sonnenstellung. Ist leichter. Vielleicht reinflutschen. Zu spielen, wenn man schlecht steht. Du kannst ja Dame F6 oder so. Oder erst E7 und dann Dame F6, wenn er da reinhübbelt. Dame, erst Dame E7? Ja, und ihn nach H7 locken. Ach so. Okay. Hast du gehört, so eine Stellung ist einfacher zu spielen, wenn man schlechter steht. Oder schneller zumindest. Vielleicht ja, man macht einfacher. Halt einfach, ne? Ja. Man hat ja nichts zu verlieren. Und du hast schon sehr viel zu verlieren. Nämlich 2-8. Ja. Na, darauf hast du gehofft. Ne? Ja. Natürlich habe ich darauf gehofft. Du kannst trotzdem schon mal rechnen, wie es nach Dame A7 weitergeht. Ja. Nimmst du den B3 dann, oder? Ja. Und Läufer. Na gut. Du kannst auch mit C5 ankommen, oder? Droht was? Ich habe Angst. Du kannst ja dann mit F6 immer noch machen, oder? Ja, aber kommt nicht nach E7 jetzt. Wenn ich den zuerst mache. So, also, du kannst auch mit D-Bauern loslaufen, wenn ja. du zu viel Angst vor den anderen Bauern hast. Ja. Und jetzt hast du auch endlich auf F5 dann mal ein schönes Springerfeld. Ja. Auf das wir schon so lange warteten. Ja, langsam habe ich sehr viel in der Stellung. Trotzdem wenig Zeit. Schlag doch. Nein. Da bin ich geschlagen. Dame aktivieren. Dame und... Jetzt kannst du bestimmt auf E4 nehmen. Ja, ne? Ah, okay. Jetzt muss man das ja noch verwerten hier. Ja, das wird schon. Na gut, mit einem Springer wird es auch schnell matt. Ja, das ist die Hoffnung. Du musst nur den F7 kontrollieren. Mhm. Gehen wir einmal. Der Sidestep, um den F7 zu decken und dann können wir matt setzen gehen. Ja, ich muss da manchmal ein Stückchen näher ran. So, jetzt kriegst du den ja sogar mit Schach, oder? Gleich ist es matt mit F6. Wup, wup. Möchtest du? Was? Mrs. Checkmate. Matt? Ja. Setze matt. Warte. Ach, bitte. Oh, nee. Wie gemein. Aber durch den Pre-Move habe ich ja eigentlich auch matt gesetzt. Ja. Ja. Danke für die Partie, Dispenser. Du hast dich super gehalten, dafür, dass du so früh einen Bauern eingestellt hast. Ja, ja, also muss man sagen. Und dann hast du das gut zusammengehalten. Ja. Mhm. Immer wieder Schwierigkeiten bereitet. Genau. Nico hat schon 7 graue Haare mehr. Ich zähle vor und nach jedem Geschwätzblitz. War ja. das nicht auch dein Vorschlag, vor WM und nach WM die grauen Haare zu zählen? Mhm. Ja. Aber der Spieler, ne? Aber das wollte ich nicht persönlich. Also, das wollte ich nicht persönlich zählen gehen. Ach, ich meine, so ein paar Stunden mit Magnus zu verbringen. Um seine grauen Haare zu zählen, ich verzichte. Du darfst. Kaukan Abtausch hast du auch schon gemacht. Das heißt, du kannst da jetzt völlig nach Belieben auftrumpfen. Nach Belieben, okay. Oh, Nimzowitsch. Naja, das ist ja wirklich ein Klassiker. Ich würde sagen, nicht alles ist noch top aktuell. Also zum Beispiel so Ansichten zu Isolani oder auch zu hängenden Bauern haben sich mit der Zeit dann auch nochmal geändert. Da gibt es modernere Theorien zu, sag ich mal. Hm. Aber... Es schadet nicht, das zu kennen, weil das wirklich so, ja, der Klassiker halt ist und sich viele Bücher und so dann auch drauf beziehen. Deswegen gönn dir. Mhm. Ich überlege, welche Variante ich spielen soll. Ja. Na gut, es ist ja Blitz, ne? In der Tat. Es ist Blitz. Ja, entschuldige bitte.
Also, oder was war jetzt die Erkenntnis? Also, ja. Ja, daraus habe ich jetzt... Wolltest du jetzt was richtig Gefährliches spielen? Nein, mache ich ja jetzt. Ah. Das ist nicht gecheckt. Aber ich habe schon geahnt, dass du sowas vorhast. Na, ich musste überlegen, ob ich das solide mit Rochade spiele oder hier... Ist ja auch grundsolide. Mhm. Ja. Aber halt anders. Also ich habe das Buch übrigens, ich habe das so halb, dreiviertel gelesen, glaube ich. War okay. So. Ach Mann. War das jetzt so geplant hier? Naja. Hat er nicht ungeschickt gemacht. Ja. Leider gibt es das noch nicht. Es gibt es als E-Book. Ich habe das auch als E-Book gekauft. Also so eine erneuerte Version. Ne? Im Prinzip steht aber drin, was er damals mal geschrieben hat, in neuerem Deutsch. Und ja. Nee, Forward Chess, da kaufe ich eigentlich bevorzugt meine Bücher. Was passiert hier? Du rechnest mit den Fingern auf dem Brett. Ich überlege, ob er auf G4 schlagen kann. Nein. Dann werde ich jetzt matt setzen. Hilft ja alles nix. Da hatte ich schon etwas mehr Respekt vor diesem Ansatz, das Zentrum zu öffnen. Aber du nicht? Nein. Mit dem Bauern auf B3 finde ich das eigentlich nicht so unangenehm. Ich finde es eher blöd, wenn dann der Läufer dann droht, nach C4 zu kommen. Der Schwarze, aber das ist in anderen Konstellationen eher problematisch. Ja, mit A6, B5 dann, ne? Ja. Ja, auch schon durchlebt, sowas. Oh ja, die Tigersprungbücher kann ich auch sehr empfehlen. Die sind tatsächlich sehr gut. So, Läufer D2 oder G4? G4, G5. Meine ich. Ja. Warum nicht? Du willst doch matt setzen. Dann musst du was dafür tun. Dann musst du den Königsflügel bearbeiten. Irgendwann, an einem fernen Tag, Fidelef, wird Melanie den E5 schlagen. Na, jetzt noch nicht. Nein, jetzt noch nicht. Ich sag ja nur, irgendwann. Springer D2? Oder erstmal, was ist mit Turm D1? Warum nicht Turm D1? Ich will ja lang auch hin. Dass du auch gar nicht darüber nachdenkst. Nein, das wird schon mal kategorisch abgelehnt, deine Vorschläge. Aber was spricht denn gegen lange Rochade? Der ist doch viel schöner. Jetzt kannst du auch auf F6 nehmen und matt sitzen in 2 Zügen. Mhm. Und wie in 2. Ja, in 2 ist gelogen, aber Turm G1 ist, glaube ich, ein guter Anfang. Ja. Jetzt Springer D4. Jetzt soll ich dann auf E5 schlagen. Ach nee, das geht gerade nicht, Mist. Aber Springer D4, nee, D4 ist doch, glaube ich, der solideste Ansatz, oder? Ich prüfe. Ja, Mrs. Checkmate. Walte deines Amtes. Amte deines Waltes. So, was halten wir von Fritz Trainer? Das weiß ich nicht. Ich glaube, die heißen noch alle Fritz-Trainer. Ach die so, ganzen die, von Chef. So, also das ist ja eine Marke, da gibt es Gutes und Schlechtes. Das kann man nicht über einen Kamm scheren. Sind gute Serien dabei, ist aber auch Quark dabei. Ja. Über Nikolaus wurde eine 60-Minuten-Serie von Lawrence verschenkt. Da habe ich mir noch nicht angeguckt, ob das Quark ist oder ein Juwel. Ich werde es bald erfahren. Das ist bestimmt auf jeden Fall unterhaltsam, so wie ich Lawrence kenne. Das auf jeden Fall. Ja, Plan aufgegangen. Was möchtest du sagen? Schön gemacht. Matt gesetzt. Ja, mein Plan mit... Ohne Furcht. Springer D2. Daran hat es gelegen. Wieso gehen wir nie an? Hallo! Wir begrüßen nochmal. Wir wollten uns nochmal in großer Sicht präsentieren. Ja. Bevor wir jetzt gegen die 6 spielen. Und das ist. Es ist Striesengeil, ist es nicht. Denn wir spielen nur.
nur gegen Premium-Mitglieder und das dann der Sappel-Tester. Ich glaube, Sappel hat letztes Mal uns auch das Leben schwer gemacht. Ja. Obwohl wir gewonnen haben. Na gut. Na gut, das muss erstmal noch gar nichts heißen. Ne? Nee, das muss nichts heißen, denn ihr habt ja heute schon gesehen, wie wir manchmal gewinnen. E6, also... Nicht. Was soll das denn? Also nicht. Aber so. Ich glaube, es wird gerade ein Buch über uns geschrieben. Entnehme ich dem Chat und verbreite es jetzt als Gerücht in die weite Welt. Ja. Und dieses Buch sollte übrigens dann auch jeder einmal gelesen haben. Ja, das ist so Voraussetzung, sonst darf man hier nicht teilnehmen am Geschwätzblitz. Gibt es dann immer so einen Eingangstest, 100 Fragen zu dem Buch an dem Tag, an dem der Bauer fiel. Und wenn ihr nicht 99 von 100 richtig habt, dürft ihr nicht spielen. Kopf ab. Ach so. Dürft ihr nicht spielen, das wird so haben was. Ach so. Ja, Läufer G4 ist auch nicht schlecht. Die Bücher von Toretzky kann ich auch sehr empfehlen. Unter anderem auch das Endspielbuch. Das Endspielbuch. Das eine. Ich habe ein paar gemacht. Das eine, was ich habe. Ja. So. Weiß ich nicht genau. Ist nicht so leicht. Solche Strukturen mit Isolani ist... oh ja. A5. Ja, kann man machen. Zum Glück hast du meinen Kurs zum Thema Spiel mit und gegen den Isolani. Ja, also zum Teil. Geschaut. Ich bin noch nicht ganz durch. Ja, Melanie hat ja, da... Das heißt, wenn du jetzt hier nicht gewinnst, dann liegt das nur daran, dass du die letzten Lektionen noch nicht geguckt hast. Ja. Was empfiehlt der los? Profi? Springer D4? Also die moderne Bekämpfung des isolierten Bauern verzichtet in der Regel auf die Blockade. Du darfst ihn aber trotzdem blockieren, weil Figurentausch ist ja auch sehr hilfreich. Ja. Was denn das? Für eine Achso, Läufer B2, ja gut. Giovanni ist die Bücherreihe Mama. Jason Bauer. Ja. Das Bauernultimatum und danach das Bauernvermächtnis. Ja, das gefällt mir gut. Mhm. Ja, dann öffentlichen wir hier eine Geschwätzblitzreihe. Ah, will von er jetzt? Und für. Und mit. Unseren Geschwätzblitzern. Ach nee, ihr schwätzt ja gar nicht. Also vielleicht schon. Hängt nicht der? Ach nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Mal gedeckt. Reicht. Ja. Aber das hast du bisher ganz beispielhaft behandelt. Ja, aber es kostet mich Zeit. Und Zeit ist Geld. Und Sappel macht das gut. Sappel, der Sappel macht das gut. Den? Ich hätte schon gerade mir da was gönnen können, aber jetzt schlage ich zu. Jetzt, du hast nur drauf gewartet. Beim Dauersale hier. Dauerausverkauf. So. Droht nix. Ja, aber Dame G4 könnte interessant sein. Vielleicht Springer schlägt F2 mal in irgendeiner Konstellation droht. Ich sehne mich nach dem Abtausch. Ich möchte die Stellung vereinfachen. Hat er gemacht? Hat er gemacht. Mhm. So, na gut. Also ich schaue schon ausgewählte Videoserien von Chess24. Oder ich weiß gar nicht, ob das an uns gerichtet war, die Frage. Aber zum Beispiel auch als Vorbereitung auf die WM habe ich mir einiges angeschaut.
Genau, und da gibt es, glaube ich, schon einige sehr zu empfehlen. Empfehlenswerte Themen. Für jeden was dabei. Ja, für alt und jung. Hä, und für E4 und D4. Auch. Wenn ich gedanklich gerade andere Dinge zu tun habe, dann... dann kommt nur Müllball raus. Das kennen wir ja. Nicht nur mäßig. Ach. Bin ich nur mäßig, bist du nur mäßig im Kopf. Was hast du eigentlich jetzt noch alles mehr? Ich habe immer noch meinen Bauern mehr. Nur einen? Nur einen. Aber hast du doch 2 für einen bekommen. Achso, ja. So, Fokus, Nico. Mhm. Bring den Mehrbauern durch. So, das habe ich mir gedacht. Jetzt gehe ich mal ganz weit weg. Wir haben auch so ein Buch, wo die Aufgaben nach Motiven quasi geordnet sind. Das ist halt ganz hilfreich, erstmal um generell verschiedene Motive kennenzulernen in der Partie. Also ich finde, der Nachteil an solchen Büchern ist dann halt, wenn man jetzt im Kapitel Läuferopfer mit H7 sich befindet, dann weiß man halt quasi immer schon, was der erste Zug ist, ne? Aber man verinnerlicht dann halt so ein Motiv mit den unterschiedlichsten Facetten und kann dann auch in der Partie das vielleicht eher mal entdecken. Ach. Kannst du nicht matt setzen? Ja, ich lächze auch danach. Aber Springer D4 ist doch ein guter Anfang. Oder? Ja, ich denke auch. Das ist immer, wenn man so eine Stellung hat und denkt, oh, komm, das ist doch jetzt eigentlich, was ist da los? Und dann ist das halt irgendwie noch so schwer, ne? Du kannst ja aber immer rauslaufen. Du musst nur aufpassen, dass nicht G5 kommt dann irgendwie mal. Ja. In einem ungünstigen Moment. Ja, doch, das sollte schon von der Stellung her ausreichend gut sein. Jetzt könntest du ein Turmpaar tauschen, wenn du magst. Oder erstmal so gucken, was er macht. Ja, auf sowas habe ich natürlich gehofft. Billige Tricks. Ich mag. Darf ich pre-moven? Oh, na, zu spät. Ich mag. Ja, man sollte in der Ehe der Frau mal kleine Geschenke machen. Ja, ihr habt doch vorhin nach unseren Weihnachtsgeschenken gefragt. Nico lässt mich dann fünfmal matt setzen. Ja. Auch eine Turnierpartie. Ihr werdet jetzt ja gerade Hochzeitstag. Zum dritten darf ich dann 3-mal matt setzen. Ja. Ja. Das ist auch viel, viel schöner als materielle Dinge. Ja, vor allen Dingen günstiger, ne? Ja. Also was heißt ja? Also ja, auch, aber darauf kommt es nicht an. Sappel, ich finde, du hast gut gespielt. Bis zu einem ganz weiten Moment. Man hätte hier mal irgendwann überlegen können, das noch ein bisschen anders zu spielen. Ich glaube, Springer E4 ist halt, man muss mit dieser Drohung Springer F5 erstmal umgehen. Vielleicht aber auch früher schon ein bisschen anders spielen, hier mit Dame B6 und Turm D8. Ein bisschen mehr Kontrolle ausüben, vielleicht auch auf Läufer B2 mal Turm E8 und dieses Einschlagen auf E3 drohen. Also ich glaube, hier ist noch alles, das sollte sehr ausgeglichen sein. Ja, jetzt ist deine Empfehlung gefragt. Buch zu Benoni. Ja, schreibe ich mal eins. Dann empfehle ich das. Okay, also in 5 Jahren ja, könnt ihr da was erwarten. Wird es ein gutes Buch geben. Bis dahin. Ja. Von Marien, oder? Gibt's ja, das hat viele Varianten. Ich würde auch viel davon so empfehlen. Ein bisschen würde ich abweichen. Für dich zähle ich ja mal von unten. 9, 10, 11. Also, ich glaube, das Abo
verlängert sich automatisch und Rabatt, da stehen wir leider so gar nicht drin. Wir können euch nur den Lubbe-Rabatt 15% empfehlen. Ansonsten wissen wir, also haben wir da keinen Einblick, ja, wann, naja, oder wie es mal irgendwelche Aktionen gibt oder auch, mhm, nicht. Aber hauptsächlich, also am meisten spart man, glaube ich, wenn man halt eine lange Mitgliedschaft abschließt. Mhm. Ne? Weil dann geht's ja, dann spart man schon fast, also von 3 Jahren, glaube ich, im Vergleich zu der Monatsmitgliedschaft spart man schon mal knappe 50%, glaube ich fast, waren das. Und irgendwie mit dem Gutscheincode Lubbe gibt es dann, glaube ich, insgesamt unter 5 Euro im Monat landet man da. Hallo. Schrecken. Mal gut ergänzt, ja, ne? Ja, das ist ein Schrecken für alle, die eine Partie spielen wollen. Er ist gerade wahrscheinlich mal unterwegs. Und dann gibt's für dich die nächste 11. So, wir haben uns jetzt schon einen soliden Puffer zur 2,8. Aber es gibt kaum Gegner, bei denen wir weniger als irgendwie 20 Elo verlieren, wenn wir mal verlieren. Ja. Ja, das stimmt. Hier werden wir auch viel verlieren. Nein, wir verlieren. Falls wir verlieren, ja. So. Ja, Pokerface wollte sich die auch holen zum schottischen Gambit von Lawrence. Hat aber irgendwas nicht geklappt. Oh, bei uns hat das super geklappt. Hab's nur noch nicht geschaut. Was ist los? Die haben alle Angst. Die wissen, jetzt ist Melanie wieder dran. Mrs. Checkmate, oh Gott. Ja. Ja, so ist es. So ist es. Du machst gerade sehr viele Gesten mit den Händen. Naja, wenn ich nicht ziehen kann, was soll ich sonst damit machen? Ja, ihr Lieben. Aber jetzt hier ist Ölder im Chat wieder da und ein Karpov weg. Ja, dann können wir es ja nochmal hier mit unserem Schrecken versuchen. Ja. Oder nicht? Wir können auch, wir einfach können mal vorhersagen, also auf E5, dann machen wir Springer F3, vielleicht kommt Springer C6, Läufer B5, dann könnte Springer F6 oder A6 kommen. Ja, Läufer B5 wäre bestimmt nicht gekommen, doch, wenn ich gespielt hätte. Wir versuchen die Partie vorherzusehen. Ja, dann bricht das ab, oder? Ja. Angsthasen hier. Können wir einmal kurz gucken. Hat Ölder schon wieder neu gechallenged? Nein, dann... Ach, komm mal. Mann. Bitte? Was soll das? Du kannst hier niemanden bevorzugen. Ich bevorzuge niemanden. Ich war nur sehr gespannt. Ist das die Startstellung? Ist das Nein, jetzt? Das hat er im ersten Zug gespielt. Spielen wir jetzt gerade eine richtige Partie? Ja. Ja, okay, dann mach. Wieso ich? Ich wollte nicht gegen den Doktor spielen. Dann spielen wir zusammen gegen Doktor? Nein. Na, Wien auch nicht. Ich unterstütze solche Hintergehungen des Zufallsgenerators nicht. Ich mache das ganz sanft. Ich traue mich nicht, den rauszuschlagen. Obwohl es mit Sicherheit das Beste ist. Du willst nur deine Quote gegen ihn ausbessern. Ausbessern? Oder, dafür müsste ich ja erstmal gewinnen. Oder du willst den einzigen Gegner finden, bei dem wir nicht 20 Elo verlieren, wenn wir verlieren. Oh, das stimmt natürlich. Wir haben viel zu gewinnen gegen den Doktor. Ja, ich habe Angst vor dem Doktor. Ich gebe es zu. Schingeling. Zumindest hier nicht so ein gleich so eine Katastropheneröffnung. Also sag mal, Doktor. Jetzt wird er übermütig hier. Was ist denn da los bei dir? Na dann würde ich sagen... Attacke. Nicht? Welche Attacke? Weiß ich nicht. Kreist es gerade so. Soll das also. Was ist das für eine Attacke? Oh. Ja, komm noch.
So, wie schlage ich den zurück? Ist erstmal die große Frage des Tages. Mit dem Bauern, dann habe ich ein bisschen mehr Drive nach vorne. Oder mit dem Springer, dann hat das andere Vorteile. Ja, komm, mit dem Bauern. Springer D4, Springer E5. Ich weiß nicht, was der Doktor hier für Eröffnungen spielt. Völlig wahnsinnig. Aber noch ist alles okay. Für dich, ja. Was mit Springer G4? G4 oder Springer C4? Ja, eins von beidem. Schnell abgestimmt. Ich wäre für was anderes. Echt? Aber jetzt hängt der B2, A5 und es droht E3. Ja, aber der Springer kommt von A5 nicht mehr weg. Oh, jetzt ja, gut, mach Springer C4. Ist ein ganz toller Zug. Dankeschön. Legst du dein Veto ein, wo ich gerade so überzeugt bin von dem Zug? Ja, vielleicht hattest du recht. Der ist nix. Wer weiß. Ich verstehe nicht, Dame B3 war doch der logischste aller Züge. Was wollte ich denn jetzt machen? Ach, ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht mehr. Na gut, dann nicht. Tauschen wir jetzt mal ab und gehen ins Endspiel. Was soll's. Wie nehme ich den, ne? Hast du da noch einen Tipp für mich? Ich verstehe nix. Du verstehst nix? Der Stand ist doch schon mal viel besser. Jetzt ist für ihn ja alles okay. Naja, leichter Vorteil. Ist doch super. Aber wo geht er hin nach C5? Ja. Ich spiele am liebsten mit einem ganz leichten Vorteil. Darf ja nicht zu viel. Nein, nein, nicht nur zu eine viel. Note. Ja. Na gut. Ja, ist gut, ein bisschen mehr hätte es sein dürfen, aber ist jetzt wie es ist. Ach, es ist noch gar nicht so klar, ob wir dieses Jahr beim Kränke mitspielen, ne? Mal schauen. Eigentlich ist das ja immer ein ganz cooles Turnier und auch so von der Urlaubstage, vom Urlaubstageverbrauch ist das überschaubar. Gut. Deswegen haben wir das ganz gerne mitgespielt. Mal gucken. Oh, der A2 hängt. Hä, A2. Der hängt doch auch. Ja. Wird es bestimmt so, dass wir Läufer G5 machen, aber das dürfte eigentlich okay sein. Hier wollte ich hin. Na, du bist heute auch wieder auf Selbstmordmission. Wieso? Hier hängt was. Ja, toll. Und da steht dein Springer da. Turm. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, ob das die solideste Partie von allen wird, die ich je spielte. Ich bezweifle es, aber droht da was? C4 droht. Geht noch? Nein. Auf C4. Springer C7. Läufer B7. Ne? Was machen wir da jetzt? Wenn du einen Tipp hast, gerne. Ich habe keinen Tipp gerade. Ich weiß nicht, vielleicht erstmal F4 oder irgendwas abwarte, aber ich weiß nicht, ob er was anderes droht. Ja. Tut er. War nicht gut. Ah, jetzt?
glaube ich trotzdem, dass sich dein Turm verlaufen hat. Ein klein wenig stimme ich dir dazu. Dann ist deine Zeit so eine Katastrophe, ne? Es geht. Der war leider gut. Das ist echt eine Katastrophe hier. Ah, oh Mann. Ich weiß nicht, was ich gerade hier treibe, dass ich auch nicht ziehe, ne? Das ist total deppert. Tja, ich habe da wenig Mitleid mit dir. Du hast dich auch null an meine Zugvorschläge gehalten, Leute. Entschuldige mal bitte, das ist überhaupt nicht wahr. Du warst dann der Ansicht, okay, das ist doch in Ordnung, ja, spiel das. Und dann wird es nicht gewesen sein. Jetzt brauchst du mich gar nicht hier so anzumotzen. Doch. Raus. Guter Doktor. Mach doch schon mal einen Pre-Move. Ach ja, ja, komm, das reicht dann auch. Was ist mit dir los, Schatzi? Aber nein, das war die Strafe dafür, dass du einfach jemanden drangenommen hast. Ich habe ihn nicht einfach drangenommen, ich habe ihn drangenommen, weil er eine Zufallsstellung hatte. Zumindest stand es da. Du hast ihn trotzdem einfach angenommen. Ja, habe ich. Manchmal mache ich das. Ja, ist halt Blitzen. Ich habe auch schon ganz ehrlich, ich habe auch schon Leute gesehen, die spielen einfach F3 und dann machen sie sowas wie König F2 und... Ja, das funktioniert ja alles. Es funktioniert, weil es ist halt so im Rahmen vom Blitz, wo man sagt, ja, wenn der Gegner jetzt, so wie ich, zu viel Zeit reingesteckt, wenn man es bestrafen will, dann kriegt man nicht den großen Vorteil und dann macht man das schlecht. Melli ist nie schuld, ja, das stimmt. Du bist nie schuld. Nein. An dieser Partie war ich wirklich nicht schuld. Ich habe gesagt, Springer C4 ist Quatsch, ich habe gesagt, Turm A4 ist Quatsch und ich hatte mit allem recht. Ach so, aber darf ich bemerken, dass du das gesagt hast, nachdem ich Turm A4 gemacht habe? So, komm dann, eine letzte von dir, wo ich nicht reinreden werde. Ja. Und zumindest haben wir ungewertet gespielt, also es gab auch gar nichts zu gewinnen. Nee, deswegen war ich auch... Trotzdem hast du unsere Rache-Session zerstört. Ach, welch ein Ärgernis. Nun gut. 13, 14... Hab mich bestimmt verzählt, aber das ist zu später Stunde auch in Ordnung. Ach so, der Doktor wollte erstens G3 spielen. Ich dachte, das wäre der Scherz, dass er erstens G4 hinstellt. Okay. Naja, gegen uns reicht das ja alles. Ja. So, und jetzt haben wir schon wieder hier, Melli sitzt da, Gegner hat Angst. Oh, schade doch nicht. Du darfst schon ganz schnell abmoderieren, ne? Ja. Okay. Was würde Magnus machen? G6. Aber das ist immer das Schlimme im Blitz und da merkt man auch gerade, wie gut man drauf ist und wie gut man nicht drauf ist, wie schnell die Entscheidungen so von der Hand gehen. Ne? Und ich habe das gerade gemerkt, ich habe es davor schon in den Partien gemerkt, ich bin gerade sehr langsam im Denken. Das ist halt dann schwierig. Ja, so diese Stellung kommt uns doch bekannt vor. Für alle, die WM verfolgt haben. Naja, die Stellung gab es glaube ich nicht, ne? Aber so ähnlich. Du weißt, was du tust. Ja. Auf jeden Fall. Ich dachte dazu nichts. Oh, ich kann ja hier den Magnus-Plan machen. Naja. Aber gegen die Idee mit B4 ist das nicht so gut, ne? Glaub nicht.
Aber jetzt solltest du auch H6 machen, aber dann kommt halt B4, ne? Das hat er von der Zugfolge gut getimt. Muss ich schlagen und dann Springer D7 machen, oder? Aber kannst du ja auch. Achso, ja. Oh, hier hängt er auch. Ist mit Springer G4? Ach, dann kommt hier. Ich glaube, du kannst nehmen und A6 machen, das geht, oder? Und dann hängt nicht. Na gut. Ich hoffte, dass er nicht hängt. Nee, ich kann ja bestimmt auch irgendwas rausschlagen. Ja. Ansonsten weiß ich auch nicht. Was weißt du auch nicht? Ach, ich habe gerade so überlegt. Ich muss mal wieder ein paar Taktikaufgaben machen. Wer von euch macht regelmäßig Taktikaufgaben und wo? Das würde mich auch mal interessieren. Und wie sind eure Erfahrungen damit? Viele Fragen, ne? Wer, wie, warum und wo? Was? Achso. Was ist Taktikaufgaben? Also ich sträube mich, Springer D7 zu spielen. Mhm. Aber eine Alternative sehe ich musst, auch nicht ne? so, ne? Mhm. Schade eigentlich. Aber du kannst dich mit der Zeit aus deinem aus meiner Unheil Misere befreien. Wie denn mit Rade Turm E8? Achso. Was willst du? Könntest auch jetzt vielleicht einfach auch hier, ne? Sagen, nimm es hin. Kann er doch haben. Mach das Magnusche Opfer. Oh, vielleicht war das ein ganz schlechter Tipp. Das bin ich ja nicht anders gewohnt, ne? Sehr gut, der Wemi macht die Woodpecker-Methode. Sehr schön, richtig so. Wie Chess und Chess.com. Taktik bei... Wieso, weshalb, warum? So, was war jetzt dein Plan eigentlich? Vielleicht hätte man B6 einschieben müssen, statt auf E5 zu nehmen. Das war dein Plan, das wusste ich ja nicht. Nein, das war so ein Teilplan. Aber du hattest keinen pass auf, Plan. Du machst jetzt Läufer E6, Turm D8 und setzt matt. Ja. Das ist das, was du am besten kannst. Ja. Nicht über Bäuerchen ärgern, sondern matt setzen. Droht was? Nein, oder? Aber wenn du den Turm nimmst, ist Läufer C5 manchmal etwas. Mach doch Läufer C. Ja, nee, ist okay. Gut. Den hebe ich mir für schwere Zeiten auf, wenn mal F5 kommt oder so. Und Eili sagt, so kürze ich Eilis Dreh jetzt ab, das ist zu lang. Eili sagt, er machte die Taktik über Chess24 App. Ja, habe ich auch viel gemacht. Aber ein Tipp, den ich euch da geben möchte, versucht nicht die Uhr zu schlagen. Das ist, nehmt euch Zeit, löst bis zum Ende, bevor ihr auflöst in dem Taktiktrainer von Chess24. Lasst euch nicht irritieren von dieser Zeit, die runterläuft, die einem so ein bisschen suggeriert, man sollte jetzt sich beeilen. Macht da ganz entspannt und dann bringt das auch was. Läufer B5 sieht auch irgendwie verlockend aus, ne? Hab ich auch gerade gedacht. Ich weiß halt nicht, ob es so viel bringt. Springer A3 oder so. Turm E8 sonst im Zweifel entwickeln. Ja, das ist doch eine Maßnahme. Ja, auf ein Wort. Der Läufer C4 hat nicht mehr so viele Felder. Stimmt. Das könnte durchaus mal ein Problem werden. Nun gut. Ja, das habe ich befürchtet. Aber das ist auch noch nicht so klar nach Läufer B5, ne?
irgendwas. Ich glaube, wir müssen versuchen, jetzt billig rumzutricksen mit Läufer B5, C4, Läufer E5, Läufer C3. Das hilft ja nichts. Ich hatte noch versucht, eine Rettung zu finden. Na gut, so hat er mich gerettet. Ja, C4 wäre der kritische gewesen. Dann wäre ganz schön unklar. So, jetzt einmal zählen. Ja, schlagen. Und dann auf F. Ja. So langsam hast du was mehr, ne? Gut. Gut, gut, gut. So, nochmal einen Zählversuch starten. 1, 2, 3, 4, 6 gegen 5. Aber ein. Ein? Ja, ein mehr. Achso. Aber ein bisschen komische Konstruktion. H2 nehmen. Wieso? Ah, Läufer D4 ist noch besser. Der B6 ist egal. Ja, du hast. Wie immer hast du recht und ich sehe gar nichts mehr zu später Stunde. Ja, ich sollte nur tagsüber Schach spielen. Also auch nur bis 18 Uhr oder so, oder bis 16 Uhr, ich weiß das nur nicht. Nur zwischen 17:30 und 18 Uhr. Ja, besser wäre das. Abends bin ich da nicht mehr so. Ja. Ja. Ja, das war ein netter Abend mit euch. Ja, außer den Doktor. Den wissen wir nicht mehr. Doch. Irgendwann machen wir eine kleinen Mehrkampf mit dem Doktor, mit ein paar mehr Partien. Mehrkampf? Was willst du noch alles spielen? Boxen noch? Schach, dann Fischerschach, dann, weiß ich nicht, Räuberschach. Wir machen alles. Kartenschach. Ja. Ja. Ja, euch auch noch einen schönen Abend. Einen schönen zweiten Advent. Und wir sehen viele von euch wahrscheinlich morgen zur Lernstunde. Und allen anderen wünschen wir schon mal eine schöne Woche. Und wir sehen uns dann nächsten Sonntag. Bis bald. Genau. Tschüss. Tschüss.